Jazz in the City? Wo? Im alten Rathaus in Wiener Neudorf begeisterte das Guss-Seemann-Quartett die Besucher. Es ließ Jazz aus den 30ern bis zu den 70ern aufleben. Hören Sie rein! Diesmal begeisterte das Guss-Seemann-Quartett auf Keyboard, Trompete, Flügelhorn und Saxophon und Schlagzeug die Besucher. Ich glaube, das ist ein Gusto-Stück, diese Band aus vier Profimusikern bestehend, alle mit Abschluss, ja, Konservatoriumsabschluss. Ja, wenn vier Profis zusammenspielen, dann kommt gute Musik heraus und wenn es dann noch ein guter Jazz ist, einfach vom Feinsten. Es ist sehr, sehr interessant, diese Genre abzudecken. Nicht? Es gibt natürlich verschiedenste Formationen, die auch diese Musik abdecken. Aber in unserer Form, wie wir sie spielen, ist es so, dass ich möchte gerne den Stil der früheren Zeit eben aufrechterhalten und die Tradition aufrechterhalten, dass jeder Musiker frei aus der Seele heraus spielen kann. Wie gefällt es Ihnen bisher? Sehr gut. Ausgezeichnet. Und die Akustik ist auch ganz toll. Wie immer, ich bin hier schon sehr zu Hause und höre mir öfters was an. Und es ist sehr schön. Ich bin schon seit meinem 18. Lebensjahr eigentlich Jazz-Fan. Und deshalb ist es halt so, ja, es bleibt so in einem drinnen. Worauf achtet der Wiener Neudorfer Kulturgemeinderat bei der Auswahl der Künstler? Ja, wir versuchen natürlich auf unser Zielpublikum einzugehen. Ne? Hier in unserem ABBA-Programm schauen wir natürlich, wir haben ein älteres Publikum hier und natürlich wollen wir dieses Programm dann speziell auf unsere Kunden, wenn man das so nennen darf, abstimmen. Von September bis Dezember haben Sie die Möglichkeit, bei weiteren Musikevents in Wiener Neudorf dabei zu sein. Am 14.09. findet »Wo die Liebe zu Hause ist« ein buntes Programm mit Gesang und Klavier statt. Am 19.10. heiteres Wort und Melodie mit Peter Meissner und der Fünfgespannmusik. Am 16.11. Solo-Piano und am 14.12. ein Weihnachtskonzert mit Heilwig Pfannzelter.